Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded. Vorab muss ich euch alle mal schimpfen, denn 65% von euch haben noch nicht abonniert. Also drückt einfach auf den Abo-Button, damit ihr keine Uploads mehr verpasst, denn ich weiß, dass ihr mir regelmäßig zuschaut. Nein Leute, auf jeden Fall sind wir wieder zurück mit einem neuen Part Enshrouded. Wir begeben uns heute weiter Richtung Osten. Ich habe ein bisschen rumgewurschtelt und das zeige ich euch jetzt, was ich damit meine. In dem Sinne Leute, viel Spaß und let's go! Ja, da sind wir wieder und falls euch was auffällt, ich habe meine Kisten sortiert und hier in die Wand reingemauert, wie es hier auch schon war. Und hier hinten habe ich sie in die Wand reingemauert und hier habe ich mein ganzes Fleisch rein, was jetzt gerade alles hergestellt wird. Was habe ich noch gemacht? Ich habe meine Waffen hier ausgetauscht, zumindest habe ich das hier reingenommen, denn das macht auch Schnitt- und Giftschaden, das finde ich eigentlich ganz geil. Dann habe ich die Tapferherzdolche rein, weil die auch vergiftet sind. Die sind zwar nicht so stark, aber sie sind irgendwie halt einfach chillig. Genau. Den Eiskernzauberstab habe ich nicht umgerüstet, weil den brauche ich ja nicht so oft. Und den habe ich auch behalten. Genau, dann habe ich mir noch Kupferspitzhacke und Kupferholzfällerachse gemacht. Das war nämlich auch schon längst überfällig. Ein paar Kupferpfeile habe ich auch gemacht. Und ja, dann wollte ich eigentlich, glaube ich, nichts mehr sagen, außer, dass ihr natürlich gerne, wenn ihr möchtet, der tollsten Community der Welt joinen könnt, und zwar auf dem Discord-Server. Den blende ich euch einmal hier oben ein als Infokarte. Ihr findet aber natürlich auch alle Details zum Discord-Server unten in der Videobeschreibung. So, wir haben nämlich dann die geilste Community, die am geilsten baut, unseren eigenen Enshrouded-Server und so weiter und so fort. Also verpasst es nicht und schaut halt gerne mal vorbei. So, so viel dazu. genau, also die hier ist noch leer, die hier ist auch leer. Hier sind Tränke und so drin, die ist noch leer. Hier wollte ich, soll ich den Pfeil mitnehmen oder nicht? Keine Ahnung, aber ich nehme mal ein paar von den Kugeln mit. Und genau. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich habe also quasi ein bisschen klar Schiff gemacht. Ich habe auch vom Schmied hier die Werkzeuge platziert. Die hatten wir ja noch gefunden in dem einen Part. Das ist auch noch nicht geschehen gewesen. Und dann schauen wir auf die Karte. Dann habe ich noch drei Altäre abgerissen, die ich nicht mehr gebraucht habe, damit wir einfach genug Space haben, wenn wir wieder welche bauen möchten. Ja, und eigentlich sind wir ja hier oben stehen geblieben. Wir haben ja tatsächlich hier alles gesehen und geholt. Das heißt, wir können jetzt hier im Osten weitermachen. Und tatsächlich müssen wir hier den schwarzen Kessel für den Alchemisten holen. Befestigung haben wir hier. Schauen wir mal weiter runter, was da noch so ist. Ja, genau, es geht halt alles immer weiter Richtung Osten. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir dann von hier so runterdüsen oder von hier so rauf. Weiß jetzt nicht, was irgendwie Sinn macht. Aber ich denke, wir setzen uns jetzt einfach hier die, was, wie ist das, Befestigung, Befreiung, Befestigung, das einfach als Wegpunkt, düsen dann hier hin und ja, gucken uns halt dann einfach dort mal um. Falls ihr übrigens Bock habt, dass ich mal wieder eine Bau-Challenge mache, die ihr mir stellt, dann schreibt mir auch gerne auf Discord unter der Kategorie Wünsche. Da könnt ihr sowas äußern und auch andere Sachen, die ihr euch von mir so wünscht. Und dann schauen wir mal, ob sich da irgendwas tut. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir müssen eigentlich nur geradeaus. Dann werden wir das mal machen. Was war denn das jetzt hier links? Ach, das war die Stadt, korrekt. Ach genau, die große Stadt war das. Waren wir hier am Schrein der Flamme schon? Waren wir da schon oder nicht? Ich kann es euch ehrlich nicht sagen. Ich setze ihn mir jetzt nochmal kurz als Wegpunkt. Und dann schauen wir da nochmal schnell hin. Ach, das war der hier, gell? Das müsste der gewesen sein und ich glaube, da war ich schon. Ich kann auf jeden Fall was sammeln. Ja, zwei Funken. Super, kann man immer gebrauchen. Was kann ich hier noch so plündern? Honig. Yummy. Nee, da waren wir schon. Okidoki, Antischoki. Dann einmal hier zur Befestigung gedüst.
Mein Ziel ist es, dass ich jetzt dann auch bald mal hoffentlich den besseren Gleiter machen kann. Oder den nochmal besseren Gleiter. Aber ich habe halt keinen Plan, was man da für Voraussetzungen braucht. Ich muss dann auch nochmal irgendwann eine Runde farmen gehen. Ih, das ist eine Pflanze. Damit ich einfach mal wieder mehr Zeug habe, um auch Sachen herzustellen. Und irgendwann muss ich dann auch nochmal ein neues Häuschen bauen. Genau. Stimmt, ich habe auch meine ganzen Waffen mir angeschaut und Ausrüstung, die ich noch so hatte. Das waren übrigens 3 volle Kisten voller Zeug. Also das war schon krass. Und davon habe ich mir halt jetzt einfach das Beste rausgesucht und den Rest habe ich zerlegt tatsächlich. Weil für was brauche ich denn jetzt noch irgendwelche Level 15 Waffen oder so? Hey, sag mal, seid ihr schon wieder da, ihr Nervigen? Mann, ich wechsle doch gerade hier. Was soll das? So. Ist hier irgendwas? Glaub nicht. Außer diese blöden Kackviecher. Dann rennen wir mal weiter in the direction we need to go. Das ist irgendwie da lang. Das weiß ich nicht. Jetzt gehen wir erstmal kurz rauf. Ah, hier können wir, glaube ich, lang düsen. Und müssen dann dahin kommen. Oh, hier ist es ja finster wie ein Bärenarsch. Einmal hier durch und irgendwas folgt mir. Ih, was wollt ihr alle von mir? Geht mal weg. Ich bin nur zu Besuch. Wie komme ich denn da rauf? Ach so, hier. Ah, oha, die fliegen ja, die Dinger. Das ist ja gemein. Ja. Ich kann aber halt auch fliegen. So. Ich habe keine Lust auf euch. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Aber es wird schon passen. So, fliegen die mir jetzt alle hinterher. Ja, dann kommt halt her. Du noch und dann ist er Ruhe. So, was haben wir denn hier drin? Ritterstiefel. Cool. Ah ja, wir sind, naja, so fast richtig, hätte ich jetzt gesagt. ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich überhaupt bin. Ob ich hier weiterkomme oder nicht. Hey, was ist das? What is this, honey? Zinnerz, alles klar, Herr Kommissar, habe ich auch noch nicht entdeckt. Und das hat mir ein Magieschild beim Schmied freigeschaltet und die große Truhe beim Schreiner. Geilomat. Werde ich da jetzt mal ein bisschen abbauen, Leute. Und dann machen wir gleich weiter. Okay, ich habe da jetzt einen kleinen Teil abgebaut. Das reicht mir zwar nicht lange, aber macht jetzt auch nichts. Ich weiß ja, wo ich es finden kann. Jetzt ist nur das Ding, dass ich irgendwie, weiß ich auch nicht, nicht weiß. Ach, scheiße. Ah, ja, genau. Stimmt, das habe ich vergessen, euch zu sagen. Ich habe mir den Aufwind geskillt, wie ihr gerade unschwer erkennen konntet. Ach so. Ach so, hier ist eine Miasma-Wurzel. Ach so. Na dann. Dann nehmen wir uns doch die mal vor, wenn die hier schon so rumdümpelt. Wo ist er denn jetzt auch da? Geht mal weg, ich habe keinen Bock auf euch alle. So, da sind wieder die da. Komm her, du Blödmann. Ja, geh halt kaputt. Hallo? Der will mich doch verkackeiern. Ach, jetzt hat. Machen wir es gleich kaputt. Und die Wurzel natürlich auch. Dann hat es sich ja gelohnt, hier reinzudüsen. Wupp, wupp. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Ja, Leute, ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht, ob ich hier weiterkomme. Ich habe echt keinen Plan. Wartet mal, konnte man da jetzt auch nochmal langlaufen? Nee, hier ist nichts. Außer die blöden Viecher. Weg mit euch.
muss ja eigentlich so in diese Richtung. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich von hier gekommen bin. Ich glaube schon in dem ganzen Tohuwabohu, was hier war. Ah, aber da bin ich nicht dran vorbei. Mystikerhose. Schau mal an. Dann düsen wir hier lang einfach. Bergbauschacht. Bin ich da reingekommen? Na, ich glaube nicht, oder? Oh, hier ist ja noch so viel Zinn. Cool. Ja, dann kommt halt alle mal her. Wisst ihr was? Oh, Hilfe. Das war nicht geplant. Scheiße. Das ist natürlich jetzt belastend. Es ist belastend. Okay, Leute, dann düse ich mal zur Leiche und dann sehen wir uns wieder. Okay, also ich habe gerade meinen Leichnam geholt und ja, jetzt sind wir hier, wie gesagt, in diesem Bergbauschacht. Das weiß ich natürlich nicht. Hey, was ist denn das? Mein Gott, diese hässlichen, die nerven. Vielleicht sollte ich doch mal den Zauberstab nehmen. So. Jetzt ist endlich mal Ruhe. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich hin muss. Ich meine, das war jetzt hier der Standort, wo ich hin sollte. Aber was gibt es denn jetzt hier? Schauen wir mal da hoch. Aua, lass mich in Ruhe. Also hier ist auf jeden Fall nochmal Zinn. Jede Menge. Weiter. Jetzt reicht's mir mit euch. Aber sonst auch nix. Ich könnte mich auch vielleicht mal ganz kurz heilen. Was halte denn davon? Also hier ist nichts. Okay. Da ist ja auch nichts. Wo könnten wir denn dann noch lang? Vielleicht dann doch einfach da, wo ich schon war. Hier ist eine Leiter. Gucken wir mal, wo die uns hinführt. Hier ist ganz schön viel Zinn. Die führt uns also nur hier lang. Oh Mann, da sind wieder so viele von diesen Bögen. Was ist denn hier los? Ah, okay, hier ist aber sonst nichts. Okay, warte, aber hier geht's noch lang. Da kommt man aber nur runter. Das brauche ich nicht. Also dann weiter im Text. Ja, klar. Oh no. Ah, aber macht nichts, da ist eine Kiste. Kann nicht schaden. Ups. Eigentlich den hier treffen. Was ist denn hier sonst noch? Hier ist eine ganze Menge, oder? Nur irgendwie so durcheinander schon wieder. Hier gibt es bestimmt irgendwo was zu, hoppala, zu lesen. Und eine Kiste. Oh, die Triche muss ich mir auch unbedingt mal wieder machen. Die gehen mir nämlich langsam aus. Und es wird dunkel. Vielleicht finden wir hier ein Bett, wo wir schlafen könnten. Vorübergehend außer Kraft gesetzt. Leuchtenstein kann keine Waren für Reparaturen mehr empfangen. Wir müssen das überfällige Paket vorerst behalten. Ich habe es auf der Kranplattform platziert. Kranplattform. Ah. I see. Ach, das war so klar. Das war so klar. Nein, es wird dunkel. Bitte nicht. Ich sehe doch nicht so. Boah, das war wieder mal knapp, Alter. So, was hast du denn platziert? Burgmauersteinblock, schau an. Geheime Burgtür beim Schreini. Coole Sache.
Quest abgeschlossen. Befestigung. Sehr cool. Ja gut, wenn wir die abgeschlossen haben, möchte ich trotzdem gucken. Gibt es hier Steine? Gar nichts. Doch, Steine. Guck mal an. Gib mir doch noch ein paar mehr. Damit wir uns den Flammenaltar bauen können und den dann gleich hier hinpacken. Dann können wir hier nämlich wieder zurückreisen und jetzt vielleicht erstmal kurz nach Hause und schlafen und den Buff wiederholen und so. Na gut, ich würde sagen, wir sind ausgeruht. Dann essen und trinken wir nochmal was. Rucksack ist leer. Repariert habe ich auch. Das heißt, wir sind wieder ready to go. Aber zuerst setzen wir uns den Wegpunkt beim Schrein der Flamme. Und dann haben wir da ja noch die andere Quest, die wir uns anschauen müssen. Ja, und da sind wir, glaube ich, eigentlich schon richtig, wenn wir hier einfach dem Ding folgen. Dem Weg. Was haben wir hier? Oh, Paprika. Nice. Und Rohrzucker. Den hatte ich, glaube ich, vorher schon. Was ist das? Gemüsesuppe. Interessant. What is this? Something special. Aloe. Ja, Aloe. Erstmal den fetten Baum mit ein paar Schlägen umnieten. Wup, wup. Was haben wir hier? Einfach nur normale Holzscheite. Okay. Nee, revitalisierender Heiltrank. Dann nehme ich doch die hier auch gleich nochmal mit kurz. Ich meine, da sind zwar noch mehrere, aber... Da ist noch eins und dort. Ja, und dann müssen wir einfach nur wieder... Geradezu, hätte ich gesagt. Hier sind wieder die Wukas. Aber die tun uns ja nichts. Was ist denn da oben? Gucken wir mal dahinter. Hui. Yeah. Voll geil. Voll geil. Ach, da ist er ja schon. Hallo, du Schrein der Flamme. Ich habe übrigens noch ein paar Erfahrungsschriftrollen gefunden gehabt daheim. Deswegen bin ich auch ein... Also ich bin kein Level hochgekommen, aber so ein bisschen mehr EP habe ich dadurch dann auch gekriegt. Supidupi, dann haben wir doch den. Dann setzen wir uns jetzt den Kessel als Dingsy-Dönksy. Der ist auch in die Richtung. Komme ich da irgendwie hoch oder... Nein, ach Mist, Kaki. Okay, ich glaube, ist da ein Weg hin? Wir probieren es einfach aus. Hier sind noch mehr Paprika. Da muss ich dann mal gucken, was die mir so bringen. Und da hinten scheint wieder eine Warte zu sein. Auch nicht schlecht. Ih, was sind denn das für Dinge? Eigentlich wollte ich sie treffen und nicht daneben schießen. Ich kenne euch aber als grüne Dinge. Ih, was macht's? Ich glaube, ich gehe da lieber nicht rein. Hinten ist noch so ein Viech und da fällt einfach irgendwas runter. Ammoniakdrüse. Ah, kenne ich also auch noch nicht. Okay. Ja, dann gucke ich mal, dass ich vielleicht den anderen... Mein Gott, wenn man dann halt mal treffen würde. Auch noch schnell kaputt machen. Ja, du musst natürlich wieder da ums Eck gehen, gell? Kannst nichts anderes. Weg mit dir. Weiß jetzt nicht, was der mir tut, aber... Hä? Schieß halt.
Na? Bist du irgendwann verglüht? Ja, jetzt hat. Nehmen wir doch mit. Was ist denn das? Mach auch eine Ammoniakdrüse. Ach so. Der droppt die auch so. Hier ist auch noch eine. Schaut mal. Interessant, interessant. Oh, da liegt auch eine. Die nehmen wir auch mit. Und dann geht's hier wieder ins Miasma. Und was sind das hier für Dinge? Die irgendwas zu bedeuten? Sehen aus wie so eingewurschelte Männchen. Naja, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Aber da ist halt auch die Warte. Ja, jetzt ist die Frage. Was ist denn hier? Oh, da geht's runter. Oh, help. Was ist hier? Steckt halt einfach das Schwert. Ah, das muss weg, aber instant. Upp. Tschüss. Folgt mir doch, wenn ihr es könnt. Oha. Was geht denn hier jetzt? Wir müssen da lang, aber. Was ist das? Ich glaube, das sind diese Knochendinger. Nee, wie heißt es? Knochenfragmente oder so, die man da rausholen kann? I think so. Okay, und das scheint hier drin zu sein. Dann schauen wir doch mal nach. Rauen Blick. Ups. Naja, hat nicht geklappt, wie ich wollte, Leute. Macht aber nichts. Kommt man da vielleicht rein? Was ist das hier? Hunger in der Dunkelheit. Ich bin verrückt geworden, das weiß ich. Die jahrelange Einsamkeit hat mir den Verstand geraubt. Die Leere, der Schlund. Im schwarzen Kessel, lauernd abwartend. Sich drehend. Er vernebelt mir den Verstand mit seinem süßen, faulen Geruch. Er ruft nach mir, flüstert. Ich verstehe nicht, was er sagt, aber er weiß es. Er weiß, dass ich leer bin. Er ist auch leer, hungrig. Wir ähneln uns, Ikora. Was für ein verspulter Text. Hier geht's ja wieder in den Keller. Das möchte ich nicht. Oder zumindest noch nicht gleich. Ach. Hier kann man schlafen und hier ist Salz. Was geht da? Oh, warte mal, der hat mir gerade irgendwas gesagt von Standort. Komme ich da hoch? Oh, ja, aber fall in den anderen Raum, okay. Ich glaube, er möchte, dass wir runtergehen. Stumpfe Messer. Ich habe geschrien und die Leere hat geantwortet. Der Schlund war ausgehungert, als er meinen Namen rief. Einsam, sehnsüchtig wie ich. Ich hatte keine Wahl und er wusste es. Gefangen zwischen Zähnen, so scharf wie Rasiermesser, meine Flanken zerschnitten und aufgerissen. Ich rutschte unter seine Zunge und drehte mich. Ich erstickte an seiner Wärme. Er hält mich in seinem Inneren fest. Wir sind gleich. Wir sind eins. Warum ist mein Fleisch hohl? Eine Grube. Bin ich eine leere Grube? Ausgehungert? Nee, ich bin eine leere Grube, ausgehungert. Ich bin nichts, die Abwesenheit, die Leere. Die wenigen, die vielen, alle. Der Abgrund selbst. Gut. Wenn das so ist, dann möchte ich dich nicht aufhalten. Aber der hat mir doch irgendwas gesagt von Standort unten. Das habt ihr doch bestimmt gesehen. Aber welchen Standort meint er denn? Ja, was ist denn hier? Bist du deppert? Also hier ist nix. Das sieht man ja eindeutig. Oder ich bin einfach an der falschen Stelle und wir müssen in das Haus. Ach so, hier ist auch noch was.
Das Fleisch ist willig. Die Zellen kontaminieren nicht nur, sie absorbieren. Indem sie natürliche Materie abbauen und in etwas Neues verwandeln, schaffen sie sich einen Kreislauf aus Energie und Wachstum. Ich muss es verstehen. Ich muss mehr mit den Miasmaspuren experimentieren und genau erfahren, wie sie funktionieren. Ich würde mich am liebsten hier verschanzen und in Ruhe arbeiten, als bei den Dorfbewohnern zu verweilen. Sie kosten mich noch die letzte Energie. Die Flüssigkeit im schwarzen Kessel, sie dreht und dreht sich und dreht sich. Sie löst ihn auf, zerfrisst ihn, ändert ihn. Einmal habe ich zu lange hineingestarrt. Ich dachte, ich spüre, wie sie zurückstarrt. Vielleicht bin ich mit dem Altar einfach verrückt geworden oder einsam, Ikora. Ich glaube, du bist verrückt geworden, meine Liebe. Oder mein Lieber. Keine Pläne, Standort erreicht. Hier krabbelt schon wieder irgendwas, das höre ich doch ganz genau. Was gibt's hier? Wo krabbelt denn das? Kann ich da hoch? Ist da oben vielleicht irgendwas? Ich glaube, da komme ich aber nicht rein, oder? Ach doch, hier. Einmal rauf mit dir. Ah ja, und hier ist auch das, was krabbelt, und zwar die Spinnen. Erfahrungsschriftrolle wieder gesammelt. Ach, hier hätte ich auch hochgekonnt. Ja gut, das habe ich nicht gesehen. Hier oben ist aber nichts mehr, ne? Dann gehen wir wieder runter. Ist hier drunter noch was? Ich glaube nicht, weil hier die Treppe nach oben war. Okay, aber habe ich denn jetzt hier alles erledigt? Nee, irgendwie immer noch nicht. Also irgendwo muss dann ja noch was sein. Weg mit euch. Bad wo? Hallo Tige. Was haben wir denn hier? Weizenkörner. Oh, Weizenkörner. Weizensetzling bei Saatbeet. Da nehmen wir die mit. Die esst ihr sowieso nicht. Und Mehl. Cool. Was man hier alles so findet, Neues. Nägel nehmen wir auch mit. Fossiler Knochenpfeil. Und essen und trinken muss ich auch. Leute, ich weiß jetzt nicht, warum das auf der Karte so blinkt und was ich jetzt hier übersehen habe. Ich gucke jetzt nochmal genau rum, aber hier ist doch nichts mehr. Ich meine, ich kann mir das jetzt nochmal als Wegpunkt setzen und dann düsen wir jetzt da nochmal hin. Das ist wieder irgendwie zurück. Oder wartet mal, was ist denn hier? Hier sind ja nämlich auch noch solche. Hier ist ein Lager oder sowas. Nördliches Karawanenlager. Aha. Sehr interessant. Und was lässt sich hier so finden? Cool, wieder ein Irrlicht. Das mag ich. Aber sonst... Ich habe gesehen, dass ich da was lesen kann. Das machen wir auch sofort. Gucken wir erstmal die Zelte durch. Was gibt's hier? Leinen. Dann schauen wir doch mal, was hier so steht. Expeditionsprotokoll Nummer 1. Seit sich unsere Karawane aufgeteilt hat, wird die Verzweiflung mit jedem Tag größer. Oh, ich wünschte, Königin Jasmina wäre noch hier. Ihre Anmut und Schönheit wäre jetzt Balsam auf unseren Seelen. Ich höre Laszlo jeden Tag in seinem Zelt schluchzen. Wir haben Hinweise auf Überlebende in einem Refugium der Flamme gesehen. Ein Umweg von einem ganzen Tag umsonst. Obwohl das Miasma ihnen immer näher kam, wollten diese Narren uns nicht beitreten. Sollten sie doch zu ihren Erbauern beten, wir werden schon sehen, wie lange sie überleben. Wir müssen weiter, Leuchtenstein scheint noch Ewigkeiten entfernt. Kommandant Cyrus. Also, wir müssen wieder in die Richtung. Und das scheint mir eben Miasma zu sein. Dann gucken wir doch jetzt da mal hin und dann, wie gesagt, weiß ich nicht, was ich da in dieser kleinen Ministadt jetzt vergessen haben soll. Ich kann es euch einfach nicht sagen, Leute. Wiege der Dämmerung, Standort unten.
Okay, was ist dies? Brutmonstrosität. Aha. Oh, die schießt irgendwas. Mist. Oh Mann, was ist denn das für eine blöde Alte? Naja, so kann ich es vielleicht irgendwie machen. Ja, ich glaube, das funktioniert. Was auch immer das ist jetzt. Oh nee, was seid ihr jetzt für Dinge? Oh shit, da muss ich vielleicht wieder so machen. Scheiße, ich habe keine. Fossilen Knochenpfeile mehr, die waren echt praktisch. Zur Hälfte ist sie schon down. Und diese blöden Fliegen, ich weiß auch nicht, was die von mir wollen. Okay, die sind zumindest mal weg. Mann, verpiss dich. Lass mich mal kurz heilen. Sag mal, da kommt man aber auch nicht raus, ne, wenn es einen trifft. Standort unten. Und hier lasse ich mich da jetzt fein nicht hier so. Ah, ich glaube, man muss da in dieses Blaue treffen. Zumindest steht effektiv da. Okay, dann machen wir es halt so, ist mir auch recht. Sie tot? Cool. Miasma-Seele, Brutmonstrositätenkopf und den schwarzen Kessel. Aha, die Alte hatte das also. Schau sie dir an, die Doofe. Und trotzdem blinkt auch das hier. Why? Ich kann's euch nicht sagen. Aber jetzt steht halt hier nicht mehr Standort unten. Ich meine, ich kann es nochmal hier irgendwie reinwerfen, weil hier stand es ja vorher. Aber da ist doch auch nichts. Okay, dann machen wir es anders. Dann lasse ich euch jetzt mit der Frage stehen, warum die beiden Dinge immer noch blinken, obwohl ich schon da war. Und ich würde den Part dann an der Stelle beenden. In dem Sinn, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, wie immer natürlich. Ist halt auch enshrouded. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dann. Bye.